Dieses Match steht jetzt noch aus. Du kennst Nico, ist nicht nur... Sehr gut, ja. Sehr gut. Ehemaliger Kollege, der hat was drauf. Der hat was drauf, ohne Zweifel, sonst kommt man nicht bis in die Formel 1. Aber einfach nur jetzt, mich würde einfach nur persönlich interessieren, nachdem du mich gerade schon beim Holzfällen hier versägt hast, glaubst du, realistisch gäbe es eine Chance, dass ich ihn schlagen kann? Ja, normal nein. Auf normal, gar keinen nein. Fall. Aber ich habe gehört, du hast auch, da geht schon was im Auto bei dir, habe ich gehört. Wurde mir erzählt. Was meinst du? Ist auch vollkommen egal. Es kommt jetzt hier auf die Handicaps an. Ich gebe damit ab an meinen Kollegen, ein sehr guter Freund, Ex-Nationalspieler und in dem Fall unser Moderator, der Mats Patrick Obermüller. Moin zusammen im Studio. Heute geht es um Motorsport, deshalb sind wir auch hier auf dem Bilsterberg bei Bad Driburg. Richtig geile Strecke, 4,2 Kilometer Asphalt, jede Menge Schikanen, es gibt Steilkurven, es gibt Höhenunterschiede. Richtig professionell und deshalb habe ich auch zumindest einen professionellen Kontrahenten heute hier an meiner Seite, nämlich Nico Hülkenberg. Und den anderen da, den kennt ihr, das ist der Joko. Und die fahren heute Auto gegeneinander. Wollen wir mal gucken, wie das endet. Nico, unter normalen Umständen, bei demselben Fahrzeug, was glaubst du, kannst du auf dieser 4,2 Kilometer langen Strecke drei Runden dem da abnehmen? Ich weiß ja, der Joko ist immer gut sportlich unterwegs, mag Autofahren. Hier auf 4,2 Kilometer hast du gesagt? 4,2, drei Runden, knapp 15. Ja, ich schätze gute 5 Sekunden. 5 Sekunden insgesamt? Ja, 5. Ist viel. Er hat eine hohe Meinung von dir, habe ich gerade so das Gefühl. Aber das ist doch utopisch, du nimmst mir noch mehr als 5 Sekunden auf 3 Runden ab. Ja, es hängt natürlich davon, ein bisschen davon ab, wie gut du in Form bist heute. Ich habe dich noch nie richtig auf einer Rennstrecke erlebt. Weiß nicht, wie scheiße du wirklich bist. Und wir werden es aber jetzt rausfinden. Mit deinem Führerschein darfst du natürlich kein Formel-1-Auto fahren. Schade, schade. Schade, schade. Das wäre auch wahrscheinlich echt schlimm geworden. Deswegen haben wir dir was anderes besorgt. Nämlich, schau mal hier, diesen schönen Renault Clio RS Sport Edition. Schickes Ding. Nico, schätz mal ganz kurz ein. Ja, ist ein cooles Ding. Leicht, kurzer Radstand, in den Kurven dynamisch und flott unterwegs. Macht Spaß, das Ding. Macht Spaß, dir vielleicht nicht ganz so, denn, damit es für Joko nicht ganz aussichtslos ist, darf Joko sich für dich drei Handicaps ausdenken, nämlich drei Fahrzeuge, unter denen er sich eines auswählt, mit dem du das Ganze bewerkstelligen musst. Lass uns einfach mal schauen, welche drei Möglichkeiten der Joko zur Wahl hat. Hier ist Handicap Nummer 1. Das sind die DeLorean, ne? Das ist, ja genau, hast du Lupen auf der Nase? Das ist ein DeLorean, ganz genau. Ja, ist ja gut. Ich bin ja schon leise. Schick ist er auf jeden Fall. Sieht sehr gut aus, aber ich kann ihn aber nicht einschätzen. Also, wir sehen, es ist ein DeLorean, bekannt aus Zurück in die Zukunft. Ja. Die wurden nur im Jahre 81 gebaut. Ich glaube, 9000 Stück gab es da mal. Joko, das wäre eine Sache, die du dem Nico schenken könntest. Ah, der Suspension-Test. Wie hart oder weich die Karre ist. Wahnsinn. Wie viel Leistung hat er denn? Ich glaube, der war relativ untermotorisiert, ne? Joko, wenn du das nicht weißt, ich werde dir jetzt keine Tipps geben. Aber so wie er sich hier freut, habe ich nicht das Gefühl, dass das eine gute Wahl wäre. Nein, das ist Pokern. Nico pokert. Also, ich glaube, mit dem Fahrwerk hier, das wird schon eine kleine Herausforderung. Er will dich locken. Ich glaube, er will dich locken. DeLorean haben wir gesehen. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal auf Handicap Nummer 2. Aber einfach nur eine Limo, ja. Lass sie doch mal kurz ankommen. Oh, eine Dodge. Eine schöne Dodge, ja. Bekannt für große Maschinen. Ihr hört schon, es ist nicht nur eine Limousine, sondern sie wurde heute Morgen auch noch mal spontan gebucht. Also, ist ganz nach meinem Geschmack, gefällt mir der schlecht. Ist was für Nico. Also Nico müsste diese Herrschaften quasi in dieser schönen Stretch-Limo chauffieren. Das wäre okay. Handicap Nummer 2. Ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt. Also sicherlich nicht ganz so schnell um die Kurven wie Jokos Gefährt. Aber wenn es ein Hecktriebler ist, ne?
Drift, gut zum Driften, stimmt. Genau. Aber Gewicht, Länge ist natürlich nicht optimal, kann man sagen. Okay. Aber wir haben ja noch eins. Insofern würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was ist Handicap Nummer 3? Am Horizont kann man es schon erkennen. Was ist das? Ein giftgrüner Transporter. Aha. Aber nicht irgendein Transporter, nein. Natürlich ist das, ihr werdet es an der Aufschrift erkennen, Nikos Trödel-Express. Ja. Der Hülkenberg holt's ab. Geil. Und er ist natürlich schön vollgepackt. Mach einfach mal auf, schau mal an, ja. Genau. Jung. Sag doch, wenn es nicht so gut läuft. Wir können dir doch helfen. Joko, ich habe Probleme. Du hast Probleme. Hinten auch schön voll. Ja, guck. Ja. Ach, guck hier, ein paar Fußballschuhe für dich. Das sind meine noch, ja. Die habe ich. Du hast eine unfassbare Luftwiderstand. Zuladung. Natürlich, ne? Zuladung, Luftwiderstand. Zuladung. Also ich glaube, alleine der Geruch in der Karre würde mich fertig machen. Ne? Das ist nicht heftig. Dann kriegst du Kopfschmerzen, wenn du nur Kopf an. Diese Noppenmatte gefällt mir auch gut. So eine wollte ich schon immer mal probieren. Ja. Aber jetzt liegt's an dir. Handicap 1. 2 oder 3? Also ich sage euch ganz ehrlich, bei Nummer 1 ist das große Problem Gewicht und Leistung. Das ist ein Riesenthema beim DeLorean. Bei der Limousine weiß ich, dass er um keine Kurve hier rumkommen würde. Ah, das ist aber, ich bin mir nicht so sicher. Joko, entscheide dich. Ich glaube tatsächlich, dass ich mit dem Trödel-Express gehe, weil es einfach ein unfassbar witziges Bild ist, wenn dieses Auto über die Rennstrecke fährt. Und man einfach an der Stelle sagen muss, ne, wenn Nico damit gewinnt, werde ich auf Lebzeiten meine Schnauze halten. Ist das eine Entscheidung, Joko? Ich entscheide mich für den Trödel-Express. Jawohl. Aus optischen als auch aus taktischen Gründen. Taktischen Gründen. Vielen Dank. Ja, finde ich gut. Sieht cool aus. Wie man sieht, ich habe Matratze, Couch, Teppich, alles draufgepackt aus meiner Wohnung. Ich kann damit gut leben, aber ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ja, glaubst du, es wird trotzdem ein enges Ding? Ja, ich glaube schon, weil, ja, wie gesagt, für die Rennstrecke ist er mit Sicherheit nicht ideal. Da ist der hier viel, viel besser geeignet, aber ich werde alles geben. Jetzt liegt es natürlich an euch im Studio, wie ihr eure Wetten und Meinungen platziert. Ich bin gespannt. Ja. An der Stelle müsst ihr nicht über einen Betrag nachdenken. Ihr habt alle Eindrücke gesehen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr jetzt diskutieren werdet, was ihr sagt. Denn es gilt, schaffe ich es, ja oder nein? Tippt ihr richtig, ist das Geld im Jackpot? Tippt ihr falsch, ist das Geld weg? Nico, was sagst du? Also, der Nico, der kann schon mega gut Auto fahren, aber mit so einem Teil, ja, ne? Das wird schwierig. Ich glaube auch, dass du das schaffst. Bin mir relativ sicher, dass das gut gesetzte 50.000 sind auf Joko Winterscheid. Tatsächlich? Ja. Ja. Dann würde ich sagen, Gentlemen, start your engine und gebe ab an Elmar Pauke. Und das hier ist Autorennen. Die Sonne lacht über dem Bilster Berg und Joko Winterscheid und Nico Hülkenberg sind bereit für dieses ungleiche Duell. Kann Joko Winterscheid den Formel-1-Fahrer tatsächlich in die Schranken verweisen? Seit 2010 ist er in der Formel 1 aktiv. Er hat das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen. Er ist für Renault in diesem Jahr am Start in der Formel 1. Und diesmal steigt er in diese Trödelkarre. PS hat der Trödelwagen. 225 PS sind da bei Joko unter der Haube. Nico, irgendwelche letzten Worte? Irgendeinen Gruß an Joko? Ja, alles Gute auch privat. Wir sehen uns später. Alles klar? Ich mach den platt. Ja, er hat dich schön gegrüßt, aber nett, dass du auch so denkst. Also, viel Spaß dabei. Wie der da drin sitzt, als wenn es um nichts geht. So, Winterscheid, jetzt gucken wir mal, was vom Holz so geschnitzt bist. Fuck! Ich bin aufgeregt. Die Ampel steht auf grün. Drei Runden müssen gefahren werden. Und es wird ja gleich mit einer interessanten Rechtskurve losgehen. Und da wird Nico Hülkenberg sofort bemüht sein, Joko da abzudrängen. Er will eine aggressive Linie fahren. Das muss er auch mit seinem Transporter. So wie wir es gerade hier gesehen haben. Erstes Überholmanöver und Hülkenberg liegt vorne. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Scheiße! 4,2 Kilometer ist diese Strecke lang.
19 Kurven gibt es und das sind diese 19 Möglichkeiten für Hülkenberg, das Rennen zu dominieren, zu diktieren. Schauen Sie mal, was der für eine Linie fährt. Alter, der ist auf der Linie. Boah, der liegt mich am Arsch, alter Schwede. Ich hab keine Beschleunigung hier. Schwierig für Joko, da vorbeizukommen. Die geraden Strecken sind die Möglichkeiten für Joko. Er hat mehr PS, er hat mehr Power. Ja, versucht hier ein bisschen ranzukommen. Aber man sieht schon, da ist alles dicht. Fuck. Links andeuten, rechts vorbeigehen. Du blöde Sau. Du blöde Sau von Hülkenberg, ey. Und schaut immer wieder in den Außenspiegel. Jetzt ist ein bisschen Platz da außen. So, und jetzt geht's rein. Das ist die Einleitung in die Schikane. Eine ganz wichtige Kurve. Joko ist zu weit außen. Hülkenberg fährt diese brutale Linie in und gibt sie in keinster Weise frei. Das ist sein Platz. Dadurch will er das Rennen gewinnen. Gib alles hier. Komm. Gut. So, und jetzt ist es eine dieser Geraden, die Joko doch eigentlich für sich nutzen möchte. Er zieht nach links, er zieht nach rechts. Aber Hülkenberg sieht das alles im Außenspiegel. Wie der in die Kurven reingeht. Das ist beeindruckend. Aber auch ein Joko wird er sein. Überhol ihn innen! Überhol ihn innen! Und Scheiße, du Blödes! Ich hasse dich! Du machst es hauptberuflich! Und schauen Sie mal, wie spät der bremst. Der ist auf drei Rädern unterwegs. Komm. Und Joko verliert so ein bisschen die Nerven. Und jetzt hat er die Möglichkeit, auf der Start-Zielgeraden vorbeizuziehen. Und das macht er auch. Und jetzt liegt er endlich mal vorne. Doch aufgepasst auf diese Rechtskurve, dieses Nadelöhr, die erste Kurve dieser Rennstrecke. Die war in Runde 1 so ein bisschen das Problem bei Joko. Da hat Hülkenberg sofort die Führung übernommen. Was hat er jetzt denn vor? Sag mal, hast du sie nur alle? Hat er mich da gerade angeschubst? Danke, Winterscheid, ich bin auch da. So, und während Joko da schimpft, nutzt Hülkenberg jetzt die Gelegenheit, vorbeizuziehen. Na, das war ein Kommando. Erst hinten drauf fahren und dann rechts überholen. Und jetzt versucht sich Joko sofort die Führung wieder zu holen. Aber wir sehen es, Hülkenberg einfach mit der besseren Linie. Das ist wirklich die Ideallinie, die er mit diesem Transporter hier fährt. Ui. Und da fliegen schon die Taschen runter. Hat doch sein Auto so wunderbar gepackt. So, und jetzt runter. Und da brauchst du dann selbstverständlich auch Mut. Bergab da in eine Kurve reinzubrettern. Unheimlich dicht dran, Joko. Er wartet auf seine Chance. Komm ich immer bei? Ist das die Möglichkeit? Immer wieder drängt Hülkenberg Joko da nach außen ab und dann zieht er nach innen. Mann, ich trau mich. Keine Chance für Joko da in Führung zu gehen. Taktisch unglaublich clever, was der Formel-1-Fahrer uns hier zeigt. Ja, komm her. Der Angriff von Joko, was macht er denn jetzt? Mensch, Junge, du kannst vorbeiziehen, entscheid das Rennen doch. Ein Racheakt ist ihm lieber. Ich hasse dich, Nico Hülkenberg, ich hasse dich. Wie viele Möglichkeiten bekommt Joko noch, das Rennen zu gewinnen? Komm wieder vorbei, mach schon. Hülkenberg ist außen, um jetzt hier wieder zuzumachen. Er behauptet die Führungsposition und so ganz allmählich läuft Joko die Zeit davon. Jetzt oder nie, sagt Joko. Und Hülkenberg macht wieder den steigt unheimlich spät auf die Bremspedale. Und dadurch kann er seine Führungsposition behalten. Jetzt sind wir hier auf der Startzielgeraden. Die Möglichkeit von Joko vorbeizuziehen. Ende der zweiten Runde. Wieder rein in die Rechtskurve. Joko diesmal besser unterwegs. Fährt eine geschicktere Linie und damit keine Möglichkeit für Nico Hülkenberg, das Überholmanöver anzusetzen. Kommt wieder in die Kurve, wo der hin vorbeigeht. Genau das will Joko haben. Das Rennen von vorne bestreiten zu können. Und da ist der Fahrfehler. Das ist die Möglichkeit für Nico Hülkenberg, dort noch vorbeizuziehen in dieser letzten und entscheidenden Runde. Das gibt's überhaupt nicht, dass Joko die Führung am Ende doch so leichtfertig hergibt. Und jetzt hat er nicht mehr viele Gelegenheiten, das Rennen für sich zu entscheiden. Versucht hier rechts vorbeizuziehen, mal wieder die Einleitung in die Schikane. Er ist zu weit außen, er ist einfach zu weit außen. Und Hülkenberg macht die Linie innen dicht und dadurch bleibt er vorne.
Vielleicht fehlt Joko da auch am Ende so ein bisschen der Mut, um einfach zuzumachen. Man darf die Geschwindigkeit ja nicht vergessen. Die sind hier mit rund 200 Stundenkilometern unterwegs. Hülkenberg will den Sieg. Er will jetzt den Sieg. Und er weiß, er muss nur auf der Geraden so richtig aufpassen. Macht hier wieder innen dicht. Und jetzt sind wir gleich auf der Zielgeraden. Nee, nee, nix, da kommst du nicht vorbei. Schön zurückstecken. Und jetzt geht's rein in die allerletzte Kurve. Und wieder steigt Hülkenberg unglaublich spät in die Eisen. Die letzte Chance für Joko Winterscheid, hier das Rennen doch noch zu entscheiden. Gibt's die Möglichkeit? Findet er irgendwo eine Lücke? Links oder rechts? Er entscheidet sich für links. Er versucht links vorbeizuziehen. Und er hat eine Lücke. Joko mit Hupen, mit Trompeten, mit allem, was er hat, fährt er jetzt über die Ziellinie und gewinnt dieses Rennen. Joko Winterscheid gewinnt das Duell. Mit Nico Hülkenberg. Das gibt's doch nicht, dass der in allerletzter Sekunde das Ding hier macht. Klasse. Glückwunsch, Joko. Du Mutterlauf. Um jeden Preis hätte der mich um. Du wolltest mich umbringen. Alter, wie du gefahren bist. Auf drei Reifen ist er gefahren. Komm her. Oh. Echtes Racing. Oh, hab ich mir die Hose gemacht. Dann. Joko. Verdienter Gewinner. Joko Winterscheid. Habe ich wirklich gewonnen, ne? Du hast gewonnen. Ja, war wirklich, ja. Aber du hattest, ich war mir nicht sicher, wie eiskalt du durchziehst. Das war wirklich, ich habe einfach nur gehupt. Im Sinne, sieht der mich? Sieht der, dass ich da bin? Also man merkt, hier kochen die Emotionen hoch. Auf jeden Fall haben wir einen verdienten Sieger mit Joko Winterscheid. Ich hätte nie damit gerechnet. Danke, Nico. Zurück ins Studio. Joko kann sich selbst jetzt noch ein bisschen beweihräuchern. Und ich hoffe, ihr habt alle gut gesetzt. Bis dann, bis zum nächsten Mal.